Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Außenminister Genscher hat heute im schottischen Turnberry am Vorabend der NATO-Außenministerkonferenz seine Serie von Gesprächen über die äußeren Aspekte der deutschen Vereinigung fortgesetzt. Bereits am kommenden Montag wird er sich mit dem sowjetischen Außenminister Schewardnadse in der Stadt Brest an der sowjetisch-polnischen Grenze treffen. Positiv äußerte sich Genscher über seine Unterredungen gestern am Rande der KZE-Konferenz in Kopenhagen. In einem NDR-Interview sagte er heute, das Problem der deutschen Bundeszugehörigkeit erfordere Lösungen in vier Bereichen. Dazu gehöre die Institutionalisierung des KZE-Prozesses, Erfolge bei der konventionellen Abrüstung, ein besseres Verhältnis zwischen den Paktsystemen und die Klärung der polnischen Grenzfrage. DDR-Außenminister Meckel hat heute einen eigenen Vorschlag zur Bündnisfrage eines vereinten Deutschlands zur Diskussion gestellt. Er regte in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau an, für eine Übergangszeit eine unabhängige Sicherheitszone zwischen den beiden Paktsystemen einzurichten, der die DDR, Polen und die Tschechoslowakei angehören sollten. Dieser Bund sollte nach beiden Seiten hin verteidigungsfähig sein. Die DDR-Regierung will überhöhte Renten für ehemalige Stasi-Mitarbeiter kürzen. Arbeits- und Sozialministerin Hildebrand erklärte heute in Ost-Berlin, noch vor dem 1. Juli würden Neuregelungen getroffen. Es stehe zum Beispiel außer Frage, dass das Ruhegeld für Stasi-Spitzenkräfte drastisch reduziert werden müsse. Die stellvertretende Regierungssprecherin Merkel sagte, die derzeit geltende umstrittene Rentenregelung sei nicht vom Kabinett de Maizière, sondern noch von der Regierung Modrow beschlossen worden. Das Liniennetz im innerdeutschen Flugverkehr wird dichter. Das kündigte die Lufthansa heute in Frankfurt an. Mit Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Juli werden Lufthansa und Interflug nicht mehr 31 Flüge pro Woche anbieten, sondern 56. Bis zum Herbst sollen es dann 68 Flüge sein. Vor allem die Verbindungen zu den sächsischen Städten Dresden und Leipzig werden verbessert. Ebenfalls zum 1. Juli stellt die DDR-Gesellschaft Interflug ungefähr die Hälfte ihrer Linienflüge aus wirtschaftlichen Gründen ein. Betroffen sind vor allem die Strecken nach Osteuropa. In Frankfurt an der Oder sind heute 200 Kinder aus Tschernobyl angekommen, die sich 4 Wochen in der DDR erholen sollen. Insgesamt werden 1200 junge Sowjetbürger aus den von der Reaktorkatastrophe besonders betroffenen Gebieten zu einem Ferienaufenthalt in die DDR kommen. Eingeladen hat sie die Bürgerbewegung Neues Forum. Die Gäste werden in Ferienlagern oder bei Familien untergebracht. Er hoffe, so ein Vertreter des Neuen Forum, dass bei dem Aufenthalt Freundschaften entstünden, die hielten, bis die letzten Kernkraftwerke der DDR und der Sowjetunion als Museen zu besichtigen seien. Kurz vor den ersten freien Wahlen in der Tschechoslowakei, seit 44 Jahren, sind 5 ehemalige Spitzenpolitiker der Kommunistischen Partei des Landes festgenommen worden. Als Grund gab das Innenministerium Ermittlungen zum Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in die Tschechoslowakei im Sommer 1968 an. Unter den Festgenommenen ist der frühere Chefideologe der Kommunistischen Partei Bilak, der als einer der Hauptverantwortlichen für den Einmarsch gilt. In Haft ist auch der frühere Generalsekretär der KP, Jakeš. Er hatte die Partei bis zur sogenannten sanften Revolution im November vergangenen Jahres geleitet.